Servus, Gutz und Hallo, ich bin's wieder, DK, und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich bin noch immer nach wie vor totally lost. Oh! Okay, wer soll auf sowas bitteschön kommen? Das war fies. Spiel, das war fies. Wieder mal so ein paar kleine Löwen, die natürlich immer nur im Doppelpack angucken. Und Regeneration kann ich nicht gebrauchen. Hätte ich vorhin gebrauchen können, wo der Ammoniak mich da so ein bisschen zugetextet hatte. Ja. Wieder keine Löwentatze. Schade. Was ist hier? Nix. Ach, Drachoros und Meduse. Dürfte eigentlich Medusa heißen. Aber ich nenne sie einfach nur Tod. Wie gesagt, Bazook ist lustig, recht praktisch, quadratisch praktisch gut. Gut, haben wir das? Was ist das? Machen wir es so. Das war ja auch einfach! Nord Temple Komabi. Oh, die will ich haben! Ach, scheiß drauf. Warum bin ich so ein verdammter... Na egal! Warum bin ich so ein verdammter Gischung, wollte ich gerade sagen. Zack! Werden wir ja gleich mal sehen, wie viel denn Decker mit seiner neuen Klinge reinhaut. Übrigens verhält sich das Schwert... gar nicht. Übrigens verhält sich das Schwert genauso wie die Gages-Klinge. Sie wird nur... ihre IP-Attacke löst sich, also ihre Zornattacke löst sich nur aus, wenn wir volle Zornespunkte haben. Dullahan! Nein, Jurahan. Lustige kleine Viecher. Aber nicht sonderlich schwer. Untoter wohlgemerkt. Ja, Untoter. Der Intöd. Ja, wie gesagt, Decker steht in der zweiten Reihe. Das ist logisch, dass das nicht mehr funktioniert. So, weiter nach oben. Fail. Noch eine Löwentatze. Cool. Löwentatzen sind geil. Die Dinger sind richtig cool. Und weiter im Text. Was ist hier? Und gehen wir runter. Und ihr wollt mir sowas als schweres Rätsel verkaufen? Genauso wie das hier? Spectre! Nein, Wutschädel. Dürften aber eigentlich ganz einfach sein. Heilenergie. Ach Mensch, du wirst ja immer besser, Bazooki. Bazooki-Line. Untoter, wie gesagt. So, hier haben wir einmal einen Schalter, den wir betätigen wollen. Zack. Ich weiß nicht, aber solche Rätsel sind doch einfach. Solche Rätsel kann man doch nicht als Rätsel bezeichnen. Ui, ui, ich habe noch keinen Schlüssel. Nein. Runter. Zu. Verdammt. Egal. Ich hab Angst, ich weiß nicht, was mich da hinter der Tür erwartet und was mich... Ah, das stört mich zum Beispiel jetzt hier gar nicht. Ich könnte jetzt theoretisch, nein, das wird ein lustiger Kampf. Das wird ein richtig lustiger Kampf. Das wird lustig.
Guard. Wir heilen erstmal. Wir garden erstmal, damit sie mich hauen. Wunderbar. Dürfte eigentlich fast reichen. Ein bisschen Speed. Yo, das war's. Wunderbar, wunderschön, wunderprächtig, wunderbar. So, wir heilen uns erstmal hoch, weil wir alle wissen ja, was passieren wird, wenn ich diese Truhe betrete. Idura! Jedes Mal, wenn ich etwas vorhatte, habt ihr mir dazwischen gefunkt. Jetzt kann ich mich nirgends mehr blicken lassen. Wovon? Mein Meister Amon wird mir nicht mehr verzeihen. Amon? Wo hat er Bemon gelassen? Er ist einer der vier Höllenfürsten. Der Herr des Chaos. Er hat mir einmal vertraut. Und dank euch habe ich dieses Vertrauen verloren. Ich habe nichts zu verlieren, aber ich kann euch nicht leben lassen. Sagt auf Wiedersehen. Idura! Schon wieder? Ja, dieser Kampf wird recht einfach sein. Dürfte eigentlich in einer Attacke in zwei Runden zu Ende sein. Machen wir es so, wir buffen Guy hoch. Das übliche Thema. Idura Donner. Ich habe keine Angst vor ihm. Nach wie vor, wir buffen Guy hoch. Greifen mit Guy diese Runde noch nicht an. Nein. Todeskuss. Also Idura hat 2910 Leben. Meint ihr, wir kriegen 1455 Schaden hin? Ich denke schon. Gut, wir werden auf jeden Fall den Schaden hinkriegen. Zack. Gucken wir mal, Krakenschlag. Joa, das war's doch schon. Es funktioniert immer und immer wieder. Armer Idura. Jedes Mal, wenn die kleine Schwuppe in Pink auftaucht, wird sie von uns vermöbelt. Schlimm. Das war's. So einfach. Ihr werdet aus diesem Tempel nicht entkommen. Tot ist er, endlich. Iris. Warum hat er sie entführt? Ich weiß es nicht. Ganz wieso sind wir noch immer da? Das ist zu Fuß gehen. Och nö! Was? Ja, der Tempelschützer ist absolut gesenkt. Der muss immer das letzte Wort haben. Hä? Iridora ist tot, aber seine Magie wirkt noch. Gut, ja. Das heißt, irgendetwas muss die Magie erzeugen. Könnte sein. So ist doch lästig. Was ist denn das? Speed-Up natürlich. Gehen wir mal weiter. Machen wir es ganz einfach. Es ist nicht schwer hier. Sowas ist nicht schwer. Also das ist so ein typisches Rätselmarke. Ja, was passiert hier? 1915. Der Nord Temple Kumabi. Truhe! Ein Wutring. Herrlich, das Ding möchte ich haben. So, weiter geht's. Verdammt. Das wollte ich nicht machen. Speed up! Verdammt, ich habe was übersehen. Ich habe es gerade gesehen. Doch kein schöner Cliffhanger, so wie es geplant war. Das ist doch mal nervig.
Jetzt geht's doch. So, was haben wir denn hier? Nordwesttempel Komardi. Heilenergie, ja, ich weiß nicht. Leute! Die Idura! Naja, der Idura-Abschnitt für dieses Spiel ist so gut wie beendet. Idura ist tot. Ein Gegner weniger, auf den wir uns irgendwie, um den wir uns irgendwie sorgen müssen. Ich bin DK, ich sehe euch in der nächsten Episode von Let's Play Lufia 2 Rise of the Sinistrals, wenn wir weitermachen.